Moin moin und herzlich willkommen zur 15. Folge von Gold Rush The Game. Ja, wir befinden uns hier immer noch an unserem Buddelplätzchen. Ja, wollen dann mal wieder loslegen. Ah, es war schön das Angebot, aber das haben wir schon alles. Und zwar in absolut ausreichender Menge da. Ich würde ganz gerne jetzt echt endlich mal einen Sprung auf die große Fläche schaffen, dass wir hier nicht mehr von Hand buddeln müssen. Das wird auf Dauer halt doch dezent nervig. Ach, ey. So ein Riesennugget plus die Ausbeute von dem Durchgang. Das würde ja schon definitiv reichen, um mal zu sagen, okay, man geht
wieder am Schmelzen. Also ein bisschen Masse muss man da dann doch schon mitbringen, damit es Sinn macht. Da kommen wir schon wieder nicht mehr dran. Das war keine volle Schaufel. So, damit wird voll sein. Oh, nee, nicht, aber wir packen jetzt keine weiteren drauf. Machen jetzt erstmal aus, bis wir die Matten rausgeholt haben. Jetzt wie üblich ab dafür in unseren Waschtisch. Wir sind ja voll und machen das nicht von Hand. Ja, das war's Richtige. Dann ran mit der Maschine. Das ist der richtige Schlauch. Dran. Und Action. Gucken, da 99%, also noch gut in Ordnung. Aha. Aber eine sehr schöne, auch hohe Ausbeute gab gerade. Das gefällt mir. Da machen wir auf jeden Fall jetzt noch ein Durchgang, weil jedes Mal, wo wir natürlich in die Stadt fahren zum Schmelzen, ist wieder Zeit, in der wir nicht schürfen und somit am Ende auch wieder Gold.
das wir nicht aus dem Boden holen können in der Zeit. Und es kostet natürlich auch wieder nicht nur Zeit, sondern auch Sprit. Und Sprit ist natürlich wieder ein Kostenfaktor. Ja, das wollen wir ja verhindern. Deshalb, da ich nicht davon ausgehe, dass es preislich jetzt schon passt, um uns die Sachen zu kaufen, werden wir jetzt halt noch weiter schürfen müssen. War gerade nur stutzig, mich hat das Symbol irritiert. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Schlauch vom Waschtisch abgemacht habe. Habe ich aber. Also ich habe es tatsächlich im in einem anderen Spielstand schon geschafft, hier die Fläche komplett leer zu schaufeln. Eine höllische Arbeit habe ich mal aus Just for Fun, als ich Zeit hatte, gemacht. Das hat auch insgesamt sehr, sehr viel Zeit gebraucht, bis das tatsächlich dann leer war. Also man sollte hier nach Möglichkeit nur so lange verbringen, bis man entsprechendes Geld hat, um mit den größeren Sachen zu arbeiten. Sonst macht es halt irgendwann auch keinen Spaß, weil da ist echt viel Arbeit und man bekommt verhältnismäßig wenig Gold raus.
Na, das ist für mich manchmal auch ein bisschen unklar persönlich, wie das hier reagiert, ab wann es die Schaufel da drin erkennt. Ja, weil dabei ist man mit dem Mittelkreuz hier genau drauf, aber es erkennt es nicht. Dann ist man daneben, dann erkennt es das. Ach, das macht das besonders mit der Schaufel, mit dem Laufen dann immer ein bisschen schwieriger zu arbeiten. Riesen-Nuggets, wo seid ihr? Ich habe echt den Eindruck, die verstecken sich vor uns. Also vor mir und vor euch als Zuschauern. Wenn diese Runde aber wieder eine genauso gute Ausbeute gibt wie hier eben das Auswaschen, dann werden wir definitiv nach diesem Durchgang nochmal Schmerzen fahren und gucken, wie viel es gibt. Ich befürchte zwar, dass es immer noch nicht reicht, aber wir wollen es mal probieren. Und wenn es wenig ist, was fehlt, müssen wir mal gucken, ob wir da nicht mit einem Kredit arbeiten. Ja, dann haben wir voll. Ja, die übliche Meldung. Ja, nur dann machen wir jetzt einmal die Pumpe aus, denn das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und in der nächsten Folge werden wir dann auswaschen und Schmelzen fahren. Also, bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.